Willkommen zurück zu Kommentari. Ich bin Ari und wir spielen heute Hogwarts Legacy weiter. Oh Gott, ein Knetegesicht. What happened to you? Mhm. Kennst du vielleicht Hera Diana Byrne? Nein. Sag nichts. Natürlich nicht. Was hat sie denn so gemacht, außer Depulso? Wie konnte Hera Diana Byrne denn mit Depulso berühmt werden? Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Also sie hat ein super starkes Depulso, eins, das schon gemeingefährlich ist, verstehe. Toll, also. Ich hätte es wahrscheinlich umbauen müssen vorher. Die Tour auch. Jetzt zurück zu diesem Rätsel. Oh, das sah aber letztes Mal anders aus. Da hat sich wohl was... Oh, also hatten wir einfach nur einen Bug, okay. Oh. Hi. Du hast Hera Dianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Ich hab's gerade an. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Okay. Danke, das werde ich. Sieht auch, wie man die findet. Ein Horn? Warte, das ist ein Haar. Sieht aus wie ein Horn. Okay, ich glaube, ich muss absteigen. Dang it. Nix? Okay. Oh doch, ich hab's gefunden. Wow. Kann man eigentlich sehen, ob man die schon... Da ist ein Drache. Wo ist da ein Drache auf der Karte? Dude, ich wünschte, ich könnte mal in-game einen Drachen sehen. Das wäre mega cool. Wo ist der denn? Das war nicht ein echter Drache auf der Map, oder? Nee. Okay. Well, anyway. Best sound in the whole world. Okay, ich soll euch nicht weiter nerven. Lumos. Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Oh, jetzt sind sie später wegen Folgen. So weit, so gut. Oh. Miss Willard, sie wird ihre Antwort zu den Schmetterlingen noch bekommen. Hier, chill, chill, chill. Hier, have a Venomosa. Oh, da. Okay, die schießt echt auf mich. Cool. Aber die Venomosa praktisch, auf jeden Fall. Lumos. Revelio. Da sind noch Gegner, gut zu wissen. Wo sind die Schmetterlinge hin? Lumos. Ich sehe die Schmetterlinge nicht mehr. Lumos. Oh, sag nicht, die fliegen hier hin. Katringo. Gott, da liegt ja noch jemand. Entschaut, du hast unseren Kobolden geklaut. Also ihren. Aufgabe erledigt. Komm, trink noch. Ein Wort der Warnung.
werde nicht die gleichen Fehler machen wie meine Kameraden. Wo bist du überhaupt? Ich höre dich überhaupt. Hier in der Nähe, I guess. Kann ich dir helfen? Incendio! Ah. Oh, Scheibe. Leichter. Mateo! Warte, bitte Pulso in ein zerbrechliches. Helios! Akio! Ist der Typ, dem ich hier geholfen habe, hin? Nirgends, okay, cool. Von sonst hergegangen. Ach, hier sind die Schmetterlinge, okay. Ach, eine Truhe. Sieh sich das einer an. Oh, die geben mir Deko-Gegenstände, das ist gut, genau. Muss mal rausfinden, was hier noch so ist. Wer hier wohl gelebt hat? Was ist das? Ach, ein Wolf. Spider, dann alles klar. No thanks, though. No thanks. Was hier sonst noch so? Oh. Böse Leute gibt's hier sonst noch. Oh, was ist das? Ach, das ist Knuddelmuff. Denn das ich gefunden hatte. Der See. Oh, eine Merlin-Prüfung. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Oh. Lumos. Okay, die Dinger. Dann. Konfliko! Oh, wo die anderen sind. Pass 1. Das ist die zweite, okay. Wo ist Nummer 3? Echt dunkel. Ein Hirsch. Hm. Sie haben 2 gefunden. Es gibt bestimmt 3. Ach, ich mag die ganzen Geräusche nicht. Oh, was ist denn da? Kann das letzte sein?
geklappt. Hier wäre also tatsächlich Nummer 3. Aber wo? Wir lassen uns nicht in die Richtung von Spinnen gehen. Ugh. Oh Gott, hab ich die scheiß Pilze erschrecken. Das ist mehrmals jetzt schon. Heimgeister. Was ist denn der dritte? Ist er nicht? Vielleicht irgendwo. Was ist mit der Musik? Ist ja doch gar nichts Schlimmes. Eins. Zwei sein. Drei. Wo ist denn drei? Das sind alle schon viel zu weit weg. Irgendwo hier ist etwas, etwas ziemlich Großes. Ich weiß nicht was. Hat das hier vorher schon geleuchtet? Oh, Zentauren. Sich uns entgegenstellen, zahlt mit Blut. Und flieh doch nur. Oh. Das ist das krasse. Du hast es verdrängt. Gut, dass ihr wisst, dass ich auf ihrer Seite bin. Wo ist da hinten? Ein Driver-Symbol. Hm. Eigentlich suche ich ja immer noch. Aber nur Muggel fallen solchen Kram. Oh Mann, da sind auch noch Schmetterlinge. Wo sind sie? Ah. Oh, was hier? Nein, okay. Also die Truhen vorher unsichtbar. Selbst im verbotenen Wald. Jetzt fühle ich mich schon viel sicherer. Rebellio. Oh. Komm, Rico. Ach, hier.
wir die 100er-Kombo machen? Ja. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh nein, don't kill him before. No! Ich hab den 5 Vorschuss gekillt, weil ich außerdem von Springo voll gemacht hab. Oh, Scheibenkleister. Also für diejenigen, die ich geguckt haben, was ich gerade mache, es gibt ein Achievement, wenn man 100, eine Kombo von 100 oder mehr hat. Du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall, nicht wahr? Du musst dieses Alraunenblatt einen Monat lang im Mund behalten, von Vollmond zu Vollmond. Wenn du es verschluckst, musst du wieder von vorne anfangen, sonst funktioniert das nicht. Außerdem hast du den Trank während des Gewitters trinken und die Beschwörungsformel täglich aufsagen. Sie lautet Amato, Animo, Animato, Animagus, falls du es schon vergessen hast. Merlin weiß, dass du sie brauchen wirst. Deine Tasmina. Aha. Was auch immer die hier versucht haben zu machen. Rebellion. Die Tierwesen sind hier. Sorry, ich hab dich unterbrochen. Oh, hier wurde echt gewildert, ja? Oh, aber was denn? Incendiamus! Warte, eigentlich? Incendio! Okay, das haben wir nicht damit auch nicht sehr lustig gewesen, so. Auch wenn ich da nicht wirklich rein will, ehrlich gesagt. Nein, 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 nein. Ist wahrscheinlich besser, dass das so ist. Was ist hier unten? Anscheinend gibt es da Tierwesen, aber welche? Oh, hier rechts von uns auch. Sieht nicht nach Kodemov aus. Sag mal. Was haben wir hier? Nix. Beeindruckend. Bilder haben wir hier. I'm gonna save you. Oh my god. Oh. Du armer Kniesel. Sind hier noch mehr? Rebellion. Okay, scheint der einzige Käfig zu sein.
Es ist ja besser, wenn wir den Knieter mitnehmen. Ich verspreche dir, ich habe ein besseres Leben für dich hier. Verdammt. Kein Grund zur Aufregung, ich tue dir nichts. Ja, alles cool. Ich weiß, die Menschen haben dir wehgetan. Verdammt. Wo ist sie hin? Da. Hab ich sie erwischt? Ja, habe ich. I'm so sorry. I'm so sorry. Okay, jetzt aber. Komm, schnell. 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 Ja, hab dich. Tut mir wirklich leid, aber hier bist du sicherer. Ich pass auf dich auf. Gucken, ob wir hier noch ein paar finden. Ich glaube, wir sollten lieber mal an der anderen Stelle gucken. Ist bestimmt auch ein Kniesebau dann. Oder nicht? Das sieht anders aus. Oh Gott. Direkt neben dem Wilderern? Okay, I'm very sorry, but... Kommst mit mir. Als ob ich dich hier lasse. Jetzt ist okay. Alles gut. Ja. Ich würde den Hasen auch gerne mitnehmen, aber das kann ich nicht. Stay safe, little Banban. Stay safe. Yes, I'm talking to you. Yes, you can hear me. Na, hörst du mir zu? No, bist du aber ein Süßer. Du hast aber große Ohren. Musst mit denen ganz gut hinhören, ja, wenn die Wilderer kommen. An die haben sie wahrscheinlich wenig Interesse, aber trotzdem lauf mal lieber in Sicherheit. Genau das. Okay. Puh. Ich nochmal drüben. Aber gut, dass wir hier waren. Gott, hier waren wirklich schon Wilderer direkt daneben. Ja, 100 Pro das Einhorn nur noch nicht gesehen gehabt. Der arme Kniese, der hier eingesperrt war. Apropos, ich sollte die wohl direkt mal freilassen. Also, schätze ich, gehen wir jetzt erstmal zurück. Ach ja, das hatte ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Ich habe hier umgebaut. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Ich hätte gerne noch mehr Statuen. Aber erstmal gehen wir rein. Und begrüßen unsere kleinen Tierchen. Na, wo sind sie denn? Na? Und wir müssen denen auch noch ein paar Namen geben, tatsächlich. Hallo? Na? So, okay. Als erstes, du bist Jackie. Dann lassen wir Jackie erstmal in Ruhe. Oh? Doch nicht? Ups, das war die falsche. Will Jackie etwa doch knuddelt werden? Na dann. Okay. Und dann kommt direkt unser kleiner Rescue raus. Hi. Hier gibt's noch dein Futter. Na? Oh, ich bin so glücklich, dass ich jetzt ein Käse habe. Komm, ich zeig dir, hier ist es viel besser als da draußen. Und ich werde dich nicht in einen Käfig sperren. Ich meine, das ist kein auf wie ein Käfig, aber es ist viel besser als ein Käfig, okay? Hier. Oh, legt die sich jetzt auch hin? Nee, gewesen. Okay. Wäre aber super süß gewesen, wenn. Hm.
Oh, ist das nicht süß. Guck mal. Goldig. Absolut goldig. Na? Hast du schon gewartet? Für dich muss ich mir einen ganz tollen Namen ausdenken. No. Wieso das Schnurren? Nee. Oh, willst du mich aufsetzen, wenn sie mich kommen sieht? Ja, komm hier. Da. Und du kriegst natürlich auch, was dir gebührt. Na, wo ist unser letzter? Da, okay. Oh, das ist nur ein Schatz. Kein Stress? Hier? Achso, ja. Und da ist unser letzter kleiner Schatz. Hi. Na, hast du Hunger? Oh. Ich hab dich ganz vergessen. Hier. Tut mir leid. Ich glaube, I don't think he minds. He looks happy enough. Na gut. Jetzt so, weißt du was? Ich weiß ganz genau, wie ich dich nenne. Anhängliches kleines Ding. Anhänglicher kleiner Rescue. Okay, jetzt zu unserem anderen Rescue. Oh, Artengenossenplatz erreicht. Oh, okay. Verdammt, ja, wir haben vier. Nee, wir haben ein. Wir haben, doch, ich kann zählen. Ja, wir haben vier Arten. Ah, okay. Gut, dann tut es mir ein bisschen leid, aber ich möchte den Knuddelluft dafür ins Inventar packen. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Genau, um mich dann kurz um das Einhorn zu kümmern. Look at this one. You're so beautiful. Wow. Zeichenfell. Entschuldige, ich war abgelenkt. Soll ich dich striegeln? Ja, das gefällt dir, ha? Huh? Warte, geh noch nicht weg. Ich habe noch Futter für dich. Kleiner Loner, du. Das Einhorn ist ein scheues und schönes Tier, das ein Horn auf dem Kopf trägt. Die Fohlen sollen ein schimmerndes Fell haben. Noch den Text von unserem, wie hieß sie nochmal? Kniesel lesen. Kniesel sind katzenartige Tierwesen mit großen Ohren und einem gefiederten Schwanz. Oh, wirklich, sind Federn. Interesting. Sie können aggressiv sein, aber wenn sie eine Hexe oder einen Zauberer mögen, sind sie bemerkenswert zutrauliche Tiere. Kniesel sind hochintelligent und haben die Fähigkeit, verdächtige und argwöhnische Personen zu erkennen. Na, wie bist du in einem Käfig gelandet, ha? Huh? Na, du bist schön intelligent. Und anscheinend auch anhänglich. Sie ist ja direkt nachgelaufen, sobald sie hier war. No, oh, so schön jetzt die Tiere jetzt haben. Welche Spiele sollte es mehr geben? Einfach Spiele, wo man halt so entweder Tiere rettet oder eben noch besser magische Tiere.
ich habe ja jetzt was, was ich hier aufstellen kann. Das habe ich letztens geholt. Ich habe es vergessen. Oh, Tierwesen, Gegenstände? Ja, genau, das ist unsere Monster. So. Oh. Okay. Treppen? Wofür? Ja, so ein Ausguck oder wie? Wusste nicht wofür, aber okay. Ja, aber eigentlich wollte ich das hier aufstellen. Und ich glaube, das da muss ich vergrößern. Bleibt es wohl doch erstmal so. Wie wäre es mit einem Glonzen? Oh ne, warte, ein Steppenläufer. Wer mag mit einem Steppenläufer spielen? Ha? Ha? Oh? Kein Interesse? Anscheinend nicht. Steht da zufällig, welche Spezies mit was spielt? Ah, Knuddelmuff. Okay, das ist für... Oh, die haben wir nicht. Knuddelmuff. Okay. Niffler. Mondkeil. Okay. Lass mal sehen. Guck mal das hier. Guck mal den an. So. Oh, sorry. Oh Gott. Aber he likes it. Na, guck. Hui. Da ist aber jemand glücklich. Na? Oh. Okay, ich will mehr von dem beschwören. Ich brauche mehr Spielzeuge. Oh, ich kann nur eine von denen haben. Oh. Ich kann ihm doch. Okay, er hat keine Lust mehr. Ich würde sagen, ich kann ihm doch seinen Ball nicht wegnehmen, aber anscheinend hat er sich schon überspielt. Okay, ja. Da liegt die faule Katze da hinten. Look at this, though. Huh? Look at this? Okay, ich muss das in die Richtung. Oh, sorry. Jetzt habe ich sie aufgeweckt. Oh, ist gut gegangen. Aber sie ist wach. Guck mal, ein riesiges Wollknäuel für dich. Ja? Oh! Hui! Ich hab mich mal mit gern Einhörner spielen, das wäre auch mal interessant zu sehen. Na, ich dachte schon, der war zu müde. Ah, jetzt vielleicht. Oder? Ja, okay. Sind alle Tierwesen Teufeln, okay.
Ansammlung von Knochen mit dem der Mannschaft. Okay. Oh, Seifenblase. Eine magische Seifenblase. Kann ich die mit mir ziehen? Okay. Ah, ich kann sie mit mir ziehen. Toll. Na dann, guck mal, was ich hier habe. Guck mal, was ich hier habe. Na? Was sagst du dazu? Eine magische Seifenblase? Wirklich, okay, es rennt nur dagegen. Uiuiui, ist aber schnell damit. Das ist ein bisschen schade. Okay, jetzt frage ich mich aber, was die Vögel dann machen. Fliegen die dann nur damit rum? Oh. Nicht in mich reinlaufen. Sei vorsichtig mit dem Horn. Okay, das ist ein bisschen schade, dass sie einfach nur dagegen rennen. Bei den Einhörnern hatte ich ein bisschen was ab. Da bist du jetzt aber selbst dran schuld, mit dem Horn gegengekommen zu sein, okay. Und jetzt würde ich gerne wissen, was die Juggernauts nehmen. Als Spielzeug. Kappern und Hippogreifen, okay. Fuka, Juggernaut und Phönixe. Okay. Na what? Oh shit. Ich bin ein bisschen zu stark. Oh, da kommen sie schon. Guck mal da, der Ball. Ha? Was nun? Okay, er kickt ihn. Okay, jetzt wird er wieder in der Welle. Gott Gondelei. Ach, weiß Einhorn, das ist so schön da im Hintergrund. Okay, ich schätze. Oh, sorry, habe ich den Ball weggenommen. Ich nehme einfach den raus und dann kann jeder spielen, wann er mal möchte. What the hell was that? Natürlich spielt Elise mit dem. Als allererstes. Okay, well, I guess there was enough time here. Let's get back to business and do some quests. Findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ein kleines Update zu unserem Title-Screen-Debatte von weiß nicht, ob es diese Episode war oder wahrscheinlich letzte. Schon wieder. Wenn man sich jetzt nochmal das Regal anguckt oben, warte, ich zeig's nochmal. Da sind jetzt mehr Figuren. Da ist ein kleines Einhorn jetzt drauf und warte. Wo sind denn die... Okay, ja, da ist der Vogel. Ich kann mir die Namen nicht merken. I'm so sorry. Ich liebe die Tiere alle, aber ich kann mir die Namen echt nicht merken. Und das sind dann, schätze ich, die Katzen. Und ich will sie auch nicht falsch sagen. Ich könnte jetzt einfach, keine Ahnung... Ich weiß nicht, ich muss immer an Kniffler denken bei den Katzen, okay? Huch. Aber ich weiß, dass sie so nicht heißen. Einfach nur mein Gehirn ist irgendwas mit, okay, irgendwas mit K und Niffler. I'm so sorry. Oh, was war denn das? Okay. Ich würde gerne mal die Tageszeit sehen, das ist ja praktisch. Okay, jetzt scheint es Tag zu sein. Hm.
Oh, alle haben Spaß und kriegen die Aufgaben hin. Das ist doch schön. Wie wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Na, warte. Wo gehst du denn hin? Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Wow. Was eine Beschreibung. So, der Schwebezauber Wingardium Leviosa kann Gegenstände schweben lassen und bewegen. Kontrolliere die Position mit deinen Bewegungen und verwende hierzu die, okay, das Steuerkreuz, um die Distanz und Rotation einzustellen. Sehr gut! Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa. Ich schätze, den könnt ihr hier aufpacken. Rexhaus, ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt. Ein Naturtalent. Oh, okay. Cool. Oh, da war ja was drunter. Wow, of course. Da hat natürlich ein Kohl darunter versteckt, was auch sonst. Okay. Ab zur nächsten Aufgabe. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für den Schmetterling hast. Yep, hab ich. Hallo, Miss Willardsy. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Ja, und ich wurde gut belohnt. Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Schön! Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Ja, vielleicht lieber nicht. Alles klar, was ist als nächstes dran? Vielleicht das Ende der Episode, außer wir können jetzt noch was ganz Schnelles finden. Ja, ich glaube, es müsste das Ende der Episode jetzt sein. Tut mir leid. Okay, dann machen wir nächstes Mal den Trip mit Sebastian. Mit Sebastian, sorry. Und dann sehe ich euch direkt, bevor ich die Quest anfange. Bis dahin. Bye!